Südtirol, unweit von Laien, oberhalb des Städtchens Klausen. Matthias Gauli ist Professor für Tierhaltung und Tierzucht an der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik der Freien Universität Bozen. Seine Arbeit bringt es mit sich, dass er oft die Räumlichkeiten der Universität verlassen muss und sich unter Bauern und Landwirten begibt. Warum hat er aber gerade die Universität in Bozen gewählt, um dort zu unterrichten und sich mit seinen Forschungen zu befassen? Ein Teil der Antwort gibt sich hier schon im Hintergrund. Es ist natürlich das Land selbst, ist keine Frage. Aber es ist vor allem auch, dass die Landwirtschaft völlig anders ist. Und es ist wirklich eine Herausforderung zu dem, was ich vorher getan habe. Kleinstrukturiert, kleine Betriebe, viel im Nebenerwerb. Und es ist eine unheimlich spannende Herausforderung, in dem Bereich zu arbeiten. Professor Gauli ist Fachmann, auch wenn es darum geht, wie artengerecht Tiere gehalten werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt, auch wenn es um den Ertrag der Tiere geht. Es gibt viele direkte Zusammenhänge. Tierhaltung beeinflusst Gesundheit, beeinflusst Wohlbefinden und das ist natürlich die Leistungsfähigkeit. Das kennt der Mensch von sich auch. Wenn sie sich nicht wohlfühlen, wenn sie nicht gesund sind, dann sind sie eingeschränkt in der Leistungsfähigkeit. Und diese Zusammenhänge, die sehen wir eben auch beim Tier. Und deswegen ist unser Ziel hohes Wohlbefinden und eine gute Gesundheit der Bestände, wie wir das hier so sehen. Die Geschichte der Haltung von Tieren reicht bis in die vorgeschichtliche Zeit. Aber nur in den letzten 100 Jahren haben sich bei dieser menschlichen Tätigkeit größere Veränderungen zugetragen. Und seit dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Bereich vollkommen revolutioniert. Professor Matthias Gauli wird die Antrittsvorlesung am Donnerstag, den 28. Jänner um 18 Uhr am Campus Bozen halten. Eine Gelegenheit, um sich den Studenten und der Bevölkerung vorzustellen. Die Nutztierhaltung im Wandel der Zeit. So das Thema der Vorlesung. Also es wird auch um den Wandel vor allem in anderen europäischen Ländern gehen, in den Ländern, in denen die größte Teil der tierischen Erzeugung ist. Und ich will auch so ein bisschen herausarbeiten, wie die Unterschiede zu Südtirol sind. Und wir sehen, dass wir uns unterschiedlich entwickelt haben. Wir sind zwar auch größer geworden in Beständen, bei weitem nicht so intensiv wie in anderen Ländern. Und das ist die Abgrenzung und aber auch gleichzeitig die Chance für Südtirol. Von 2003 bis 2014 war Professor Matthias Gauli Leiter der Arbeitsgruppe Produktionssysteme der Nutztiere am Departement für Nutztierwissenschaften an der Universität Göttingen in Deutschland. Letztes Jahr ist Professor Gauli zum Präsidenten der Europäischen Vereinigung für Tierwissenschaften gewählt worden.